Einen wunderschönen guten Tag zusammen und mal wieder herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online, wo ich mal wieder kurz davor bin, überfahren zu werden. Yay. Und, ja, den da. Den da will ich jetzt. Den Massacaro. Leute, habt ihr schon gehört? Es kommt bald ein neues GTA-Update raus, oder wahrscheinlich ist es jetzt auch schon raus und ich habe nur wieder mal alles verpeilt. Wahrscheinlich ist es jetzt schon, wenn die Folge rauskommt, schon raus und ich habe auch schon dann die neuen Autos. Das wollte ich jetzt eigentlich noch ankündigen. Sobald das Update raus ist, hole ich mir die neuen Autos, denn ich habe mir nicht umsonst hier schön ehrlich die 8 Millionen geholt. Yay! So. Please open the door. Los! Jetzt gehen die Tore wieder nicht auf, Alter. Das mit den Toren, das ist doch auch bloß ein Zufallsprodukt, oder? Nee. Da standen gerade deine Kollegen, Dennis, von der Flughafensicherheit. Was? Gell? Hast du deine Hydra schon wieder? Ja, ja. Okay, warte mal, dann hole ich mir auch wieder eine Hydra. Weißt du, was mal interessant wäre? Ein Auto auf die Hydra packen. Meinst du, es funktioniert? Weiß ich leider nicht. Komm mal her, das probieren wir uns mal. Meine arme Hydra. Mein armer Massacro, also bitte. Da ist ein Flugzeug auf die Hydra. Da ist ein Flugzeug auf die Hydra. Ja. Dass man mit der Hydra auf dem Titan landen kann, das hat man ja schon. Alter, der Typ ist gerade echt nicht killbar, ne? Mit dem Heli. Ja, keine Ahnung. Ah, der ist weg. Da lassen schon wieder alle Leute. Alter! Ey, ich hab keine Lust mehr, tut mir leid. Du hast keine Lust mehr. Nee, echt nicht. Ey, komm, mach eine eigene Sitzung auf. Nee. Kannst auch gleich zu mir kommen, es sind eh keine Leute drin. Geht das? Stimmt. Na, ich probier's mal. Schauen wir mal. Ladevorgang. Gott. Destiny PvP, da hätte ich schon mal echt wieder Lust drauf. Aber das ist etwas anders geworden. Also ich bin bei dir, glaube ich. Ja. Jetzt hast du wenigstens deine Hydra noch. Ja. Auch nicht mehr lang, die Schuss wurde gut. Ja, warte, dann können wir es ja gleich mal testen. Komm mal zum Flughafen. Häng schon die Polizei ab und dann komm ich. Da brauchst du eh wieder 100 Jahre dafür. Wenn ich aufs Meer rausfliegen hat. Wie viele Steine hast du? 3. Ich hab kein Heli, also von dem her. Oh, der war cool. Hey, da ist ja auch so ein einzelner verlassener Gepäckwagen. Hallo? Ich kann meine Kameraversive nicht wechseln. Hä? Einmal kurz beim Controller auf die linke Taste drücken, auf Back. Juckt den herzlich wenig. Ich habe jetzt eine hübsche Ansicht, die habe ich noch nie gehabt. Versuch's mal mit V. V. Warte. Nee, wechselt nicht. Ja, dann solltest du erstmal aussteigen aus deiner Hydra.
Kann aber noch landen, warte. Ja, warte, land mal da, wo wir uns immer... Versuch's, weil die Schiffe fast wegen ab. Warte mal, komm mal mit. Ich glaube, der bessere Point ist der da. Hast du gerade ein Gepäckding umgeworfen? Kann gut sein, nachdem ich nicht recht viel sehe. Warte, warte mal. Ich... Ja, steig aus. Warte. Ja, ich stehe auf dem. Soll ich fahren? Aber ich sehe nicht, ob du runterfliegst oder nicht. Ja, warte. Leute, check mal einen Typ einfach aus. Ist sie vielleicht kaputt? Ja, ist kaputt. Ey, ich habe jetzt super, jetzt komme ich hier nicht mehr runter. Warte mal. Alter! Okay, das ist die perfekte Position. Würde dir ja gerne helfen, bloß mit meiner Hilfe ist wahrscheinlich dann das Teil im Arsch. Naja, hol ich mir ein neues Auto. Warte mal, ich kann es vielleicht sogar schneller machen. Wie? Der schießt dich. Ja, mach mal. Dann spawnst du gleich vorne. Und warte. Ach komm, warte, hier auf. Ach komm, sag dich, du rennst weiter. Wohl er nicht. Lieber Sir. Warte mal. Dann hol ich gleich nochmal den Massacro, weil der hat sich ganz gut festgekeilt. Hello, this is Morse Mutual. I'll look into it. Super. Wie viele Autos sind schon von der Straße, sind, Alter. Was bist du? Bin wirklich von der Straße, oder steht ein Hammer? How can I be a- okay. Guck mal wieder die Savage, ne? Wieso die Savage? Hydra. Ich dachte mir jetzt so, was? Wie soll ich bitte den Massacre auf die Savage bringen? Ja, das wäre eine Kunst. Ey, warte mal, weißt du, was ich mir jetzt kaufe? Da wollte ich mal gucken, was der kostet. Den gibt's gar nicht zu kaufen. Gibt's denn nicht zu kaufen? Ein Cargo Bob? Du willst ein Cargo kaufen, das ist man doch eh überall. Ja, was hast du denn? Gibt's nicht zu kaufen, Alter. Aber auch beim Military müsst ihr den für 1 Million geben. Nee, irgendwie nicht. Ich kann mich auch daran erinnern, dass man den mal kaufen konnte. Aber der ist nicht mehr im Sortiment drin. Whenever you're ready. Jetzt kann ich gleich die Cops den Lester anrufen. Und hast du deine Hydra? Nee, aber Pegasus ist immer noch zu dumm zum Liefern. Naja. Soll ich dich schnell hinfahren? Ich habe ein Auto. Ist kein Problem. Jetzt spawnt mein Ding genau da, wo der Cargo ist. Ich sehe von weitem, wo der Titan ist. Und genau, wirklich genau im Titan sollte er spawnen, ja? Alter, ey.
verstehe es nicht, wie Rox das so einen Rotz programmiert. Echt, derjenige, der das gemacht hat, der könnte gefotzt. Ohne Ende. Absolut. Komm mal mit, ich zeig dir, wie man spawnt. Komm mit. Ja, ich muss erst wieder da abholen, weil, ja. Ich muss erst wieder hinfahren, damit. Ja, das geht an dem Flughafen nur genau an einer Stelle, wenn du am Flughafen bist. Und da geht's sicher. Ist zwar scheiße, aber mein Gott. Hammer Charms. Du musst dich genau hier hinstellen. Und auch nach vorne gucken. Toll. Jetzt hast du mein Massacro zertellt. Bin gespannt, ob das funktioniert oder nicht. Es funktioniert. Tatsächlich. Sag ja doch. Mittlerweile habe ich Erfahrung darin. Da muss ich mich da hinstellen. Miau. Da wo ich bin. Da wo die alte Hydra steht. Aber ich schieb die mal auf Zeiten. Die könnt ruhig mal despawnen, Alter. Du kannst dir natürlich auch mit deinem Bordgeschütz mal wegschieben. Das würde natürlich genauso funktionieren. Weg da. Ja, warte, ich steck gerade unter der Hydra fürst. Weg da, weg da, weg da, weg da. 3, 2, warte. 1. Müsste natürlich auch treffen. Ich muss die Kisten weg, warte. Er ist mir gerade genau das Ding davor. LOL! Alter, was geht denn hier, Alter? Ja, passt, passt, passt. Wir wissen, was noch so geht, warte. Komm. Ja, das reicht das jetzt. Ja. Du hast zu euch gewackelt. Ja, ich hab zu euch gewackelt, du hast so viel Gas gegeben, Junge. Ja, oder so. LOL! Das sah sehr witzig aus. What was that? Irgendwas völlig Uncooles war das. Warte mal. Kriegst du wahrscheinlich nie wieder so hin. Ey Mann, ich glaub's auch. Und ausgerechnet da war deine Hydra kaputt, Alter. Ja. Drüber gerailed. Interessant, die können trotzdem andere Spieler beitreten, obwohl du eigentlich immer noch in der... Raucht das Ding schon wieder? Warte. Ich glaube ja. Oh ja, das passt. Boah, ist das da... Alter. Alter. Was geht da ab? Was war denn das jetzt? Keine Ahnung. Aber dir ist auch dein Auto gesprungen, oder? Ja, na ja, klar. Ne, dass ich jetzt gesprungen bin bei dir irgendwie. Nee. Das Auto ist gesprungen. Komm nochmal zu mir. Ja, ich komm. Ich wollte jetzt eigentlich ein Motorrad holen, aber... Ach so. Ja, ich glaube, im Motorrad geht's besser. Warte mal, das machen wir gerade.
Geronimo! Hä? Hallo? 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 Ah, geht doch. Trollolololo. Was nennen wir denn? Hakucho? Ja, ich weiß, das Ding raucht schon wieder. Ja. Ich beeil mich immer. Ich fahr sogar mit die 50 Meter mit einem geklauten Auto. Das habe ich extra für diesen Zweck gediebt. Ich hasse das. Vor allem, dass Rockstar nicht einfach die Lizenz oder die GEMA das nicht einfach so lässt, einfach weil das ein Spiel ist, Alter. Das kotzt mich so an, dass die dann immer ihren Senf dazu geben müssen, dieser blöde Verein für was weiß ich was. Ey, es sind Leute bei uns. Jetzt ist kaputt. Nicht dein Ernst. Ja, doch. Komm, steig auf. Hallo, hier. Hallo? Du Blinder, Alter. Du Blindgänger, du Elendiger. Ja, das wäre viel geiler, wenn man mit der Hakusho den Überfall machen könnte. Jetzt mit dem komischen Elektrovieh. Sobald es mir angespuckt. Und wo ist es? Nicht da. Ja, weil dein Auto im Weg steht. Ah! Verzichte, Bub! Jetzt kannst du mit der Hydra wegschießen spielen. Ey, ich kann ja. Oh, komm, mach mal einen Stunt. Du schießt die Hydra weg und währenddessen du die Hydra wegschießt, spring ich drüber. Das wird ein legendärer Stunt. Der wird in die Todesbücher eingehen. Du positionierst dich, ich positioniere mich. Mit dem Geschütz wegballern oder wie? Ja, klar, mit dem Geschütz. Ja, dann hau rein. Warte mal, ich will's ja. Wenn ich dran bin, warte. Okay, ich geb Gas. Da hat man nicht feuern sollen. Feuer! Du hast vorbeigeschossen. Hallo, ich ziel die voll an. Warte. Ah, ich schieß genau durch die beiden Flügel. Ja, das ist natürlich blöd. Ich einen Millimeter nach links. Warte. Okay, ich komm. Und Feuer! LOL! Du triffst den immer noch nicht, oder was? Ich hab nicht anders gesehen als diese Dreck-Typen, was geht denn? Ey, die ist unbeatable. So, warte. Feuer! Wow! Das war jetzt aber eine Rakete, oder? Nee. Das sah auf jeden Fall cool aus. Also, komm. Dance, Hydra, dance. Hydra Dance. Du stehst auf dem Flügel, Alter. Warte. Ah! Ich glaube, du musst ein Stück vor, ich komme nicht an mein Motorrad. Ja, das ist natürlich gut. Du
Wie gut, dass das Ding so ein Senkrechtstart-Dingens ist. Nicht wieder runterfallen! Eigentlich drehst du mich ja sogar noch voll weg, ne? Was mach ich? Muss ich mich mal gescheit. Ah! Du hast grad mich voll gedreht. Warte. Ja, passt schon. Ich komm da schon drauf. Na! Ah! Ich hab's mit Bremse verwechselt. Okay, warte. No! Bist du gerade abgehoben bei mir? Nein! Ich bin gerade. Ich hab dich nach oben gehauen bei mir. Lol, was war das jetzt? Ich bin an deinem Flügel abgesprungen. Das ist zu weit weg. Alter, sind bei dir da keine Flügel am Boden noch? Bisschen, aber nicht viel. Ey, bei mir liegt ja noch der halbe Flügel am Boden. Ja, bleib so stehen, das passt. LOL. LOL. Was geht da ab? Alter, irgendwie backt diese... Probier's mal andersrum, dass du quasi nicht mit dem Hinterrad reinfährst, sondern mit dem Vorderrad. Ja, das ist eine Idee. Da fliege ich durch? Mmh. Da rutsch ich durch? Warte. Nicht abheben! Was tust du? Soll ich? Nee, ich rutsch nach hinten durch. Da rutsch ich nach hinten durch. Warte mal, ich halte mich einfach auf dem Flügel. Oh, was ist so? Warte. Ja. Oh, nach links, bisschen nach links. Danke. Warte mal. Warum ist das so? Alter, nach links. Jawohl. Ja, jetzt halt. Na! Ich hab gleich einen Fallschirm gezogen. Wo ist dein Motorrad hin? Das liegt am Boden. Dem geht's gut. Ich bin direkt vor meinem Motorrad gelandet. Mit einer Rolle vor meinem Motorrad. So, liebe Freunde, wir versuchen das in der nächsten Folge weiter, weil sonst wird's wieder zu lang, ne? Also macht's gut. Servus, la. Adi. We'll be right back.